Viel Licht, viel Raum, viel Komfort. Und das alles zu einem attraktiven Preis. So lautet der Auftrag für den Hyundai iX20. Der koreanische Minivan macht uns zwar bei seinem Namen ein X für ein U vor, aber sonst hält er alles, was er verspricht. Bei dem X in seiner Bezeichnung erwartet man fast schon Allradfähigkeiten, doch die sind hier kein Thema. Der iX20 ist, was er ist, und zwar ein kompaktes Raumwunder modernen Zuschnitts. Die Plattform teilt sich, Hyundais kleiner, mit seinem Schwestermodell Kia Venga. Wo der Kia mehr auf Sportlichkeit setzt, ist bei Hyundai ganz klar Komfort im Fokus. Das zeigt auch die Optik des iX20. Hyundais Fluidic Sculpture Design wird hier auf einen kleinen Van übertragen. Das hilft, die bauarttypisch großen Flächen optisch zu verkleinern. Durch Sicken und Kanten, in denen sich das Licht bricht, wird das menschliche Auge geschickt getäuscht. An der Front findet man, typisch Hyundai, eine Chromspange, die im schmalen oberen Kühlergrill Akzente setzt. Unser Go-Testkandidat verfügt noch dazu über die Go-Ausstattung. Somit kommt man auch in den Genuss von weiteren optischen Goodies, wie zum Beispiel abgedunkelte Scheiben oder 16 Zoll Alufelgen. Hyundai will mit dem iX20 kein unbezahlbares Premium-Wägelchen auf die Straßen schicken, aber ein wenig Luxus darf es schon sein. Das merkt man vor allem innen. Neben allen erdenklichen und unsichtbaren Sicherheitshelfern fällt sofort auf, dass Hyundai beim iX20 darauf geachtet hat, keine Designsünden zu begehen. Der Innenraum ist modisch, aber nicht beliebig. Wo außen Chrom glänzt, freut man sich innen über Alu-Optik. Die Sitze sind sehr komfortabel und verfügen über eine gute Oberschenkelauflage. Das ist bei asiatischen Autos nicht selbstverständlich und somit ein Komfortplus. Die Bedienung ist intuitiv und die Materialien sind hochwertig robust verarbeitet. Wir durften das 90 PS CRDI-Aggregat testen. Ein Motor, der mit seiner Laufruhe und gutem Durchzug zu gefallen weiß. 220 Newtonmeter Drehmoment sollen zu einem Verbrauch von 4,5 Litern Diesel verhelfen. Dank großzügiger Geräuschdämmung bekommt man vom Selbstzünder unter der Haube kaum etwas mit. Wir waren im Test mit 5,4 Litern unterwegs, was einen guten Realwert darstellt. Der iX20 ist für den Stadtverkehr ideal und auch auf der Autobahn nicht gänzlich verloren. Richtig gut gefällt es ihm auch auf Österreichs Landstraßen. In Summe also ein guter Allrounder. Das Fahrverhalten ist neutral und komfortabel und somit von uns auch nur positiv zu bewerten. Wer einen Landstraßenheizer sucht, ist beim Hyundai iX20 ohnehin falsch. Besonders wichtig in dieser Klasse der Kofferraum. Mit bis zu 1486 Litern bei einer umgelegten Rückbank spielt der kleine Hyundai ganz vorne mit. Unser Go-Fazit: Der iX20 ist ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug, das zu einem vernünftigen Preis eine Leistung bietet, die man ihm auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Somit ist er durchaus als Geheimtipp für preisbewusste Familien mit Komfortbedürfnis zu verstehen.